So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Folge Indie Time. Heute schauen wir uns das Spiel Tower 57 an, das momentan einen Kickstarter hat. Wenn euch das Spiel gefällt, schaut in die erste Zeile der Beschreibung. Dort ist ein Link zum Kickstarter, da könnt ihr mehr Informationen über das Spiel nachlesen und es natürlich finanziell unterstützen, damit das überhaupt entwickelt wird. Je nachdem, wie es euch gefällt, wir spielen es jetzt einfach mal. Das ist eigentlich nur eine Tech-Demo, in der man vor sich hinspielen kann. Es gibt hier drei Charaktere. Den Bettler, den Diplomaten und den Don. Der Don ist eigentlich ziemlich cool, aber ich glaube, wir müssen den Diplomaten nehmen, weil er einen Zylinder hat. Ich glaube, da haben wir gar keine Wahl. An sich ist es ein Twin-Stick-Shooter. Wer das Genre überhaupt noch kennt. Ist nicht mehr so häufig vertreten, leider. In einem sehr, 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 sehr hübschen Pixel-Stil gehalten. Und es hat halt so ein paar Kleinigkeiten als Mechaniken, dass man zum Beispiel alles an Umgebung größtenteils zerstören kann. Und ich kann mit der linken und rechten Maustaste schießen und kann da auch verschiedene Waffen ausrüsten, je nachdem, was ich dabei habe. Also zum Beispiel kann ich diese Säule, glaube ich, auch kaputt schießen. Und dann fallen da so Splitter rum und die bleiben dann da dauerhaft liegen und sowas. Und ich krieg Geld vom Zerstören von Sachen. Ja! Und ich glaube, ich sollte nicht selber in mein eigenes Feuer laufen. Huch. Böses Fass. Oh, es geht nur durch Feuer kaputt. Ah nein, ich brenne! Erstmal selber anzünden. Mit der Leertaste kann man noch ausweichen, habe ich gemerkt. Und mehr habe ich noch nicht angeschaut von der Tech-Demo, weil ich die selber so ein bisschen mit euch erkunden wollte. Schießen wir erstmal einfach alle Säulen kaputt. Kommt da überhaupt Geld raus? Nö. Schauen wir einfach, was wir alles kaputt machen können. Ganz aggressiv. Okay, da war so eine kleine Brücke. Oh Gott, da ist irgendwas, was uns angreifen will. Ich zünde es einfach an und schieße drauf. Bist jetzt kaputt gegangen? Okay, erstmal um mich herum wieder alles anzünden. Ah, da oben habe ich, glaube ich, auch Munition. Und wie viel Geld ich habe und wie viel Leben ich habe. Sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht direkt selber umbringe. Sagte er und zündet sich schon wieder an. Oh, da liegt irgendwas. Ah, das ist ein kleiner Roboter, der nicht möchte, dass ich da hingehe. Tja. Ich glaube, das war nur mehr Munition. Nee, das ist eine neue. Warte, ich habe die hier gerade. Jetzt habe ich noch die hier. Oh cool, eine Schrotflinte. Ach, ich kann doch krass Sachen kaputt schießen. Okay, nice. Geh kaputt! Okay. Hier unten ist aber, glaube ich, sonst nichts mehr. Und ich sollte nicht so häufig schießen, da meine Munition fast leer ist. Aber zum Sachen kaputt machen bist du bestimmt cool. Ah, das braucht auch noch einige Schuss. Na gut. Ich verballer gerne irgendwie meine gesamte Munition, ich merke schon. Oh. Granate! Oh, ich glaube, ich habe sie erwischt. Ja. Nice, da kam ein kleiner Glassplitter rausgeflogen. Oh, oh. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich schieße einfach mit der Waffe ein bisschen drauf. Oder auch nicht. Haha. Da habe ich einfach meine Schrot schnell rausgenommen. Ja, hallo? Welcher Feind redet dort mit mir? Du da. Komm her. Okay, nice. Ich nehme an, aus dem Fass mit dem toten Kopf kommt Gift raus. Ich zünde es einfach mal an. Und... wartet! Okay. Ah, das ist explodiert. Das rote Fass. Oh, eine Tommy Gun! Oh, die will ich auch ausprobieren. Ja! Das gefällt mir schon viel eher. Schön draufhalten einfach. So, und die roten Fässer explodieren. Das ist schön, so muss es in Videospielen sein. So, dann brennen wir das hier noch ab. Ne, kann ich mir schon vorstellen, das Spiel hat einen starken Fokus auf Koop. Ich denke, wenn es den Kickstarter schafft, dann mache ich auf jeden Fall ein Let's Play davon. Muss ich mal schauen mit wem, aber ich mache ein Let's Play davon. Oh, das Computer, geh kaputt, Computer! Du bist übertaktet und überhitzt. Gehst du noch weiter kaputt? Ich glaube nicht. Nein. Geh kaputt, Topfpflanze. Flamme. Brennen tut's auf jeden Fall. Wird es kaputt gehen? Es wird auf jeden Fall dunkler. Geht kaputt, Schränke. Die blinken so schön. Ja, ich hab sie kaputt gemacht. Jetzt blinke ich auch. Wir alle blinken. Okay. Und... oh! Holy shit!
Aber ich glaube, diese Statuen kann man kaputt machen. Ob sowas bringt, weiß ich allerdings nicht. Egal. Einfach Statuen kaputt machen. Da rein kommen wir nicht. Da drüben oben müssen wir hin scheinbar. Ah, okay. Schaffen wir auch. Oh Gott, die Tür hinter mir ist, glaube ich, zugegangen. Ah, das habe ich nicht erkannt. Das war so eine dünne Tür. Ah. Muss ich mir aufpassen. So. Ein bisschen Geld. Einfach mit. Und was bist du denn? Holy shit. Okay. Wie komme ich da rein? Das Zeug oben. Das will ich haben. Okay, nicht mit meinem Raketenwerfer. Richtig viele Waffen. Voll die gute Tech-Demo. Ich hätte gar nicht so viel jetzt erwartet. Ich bin fast tot. Kann ich noch durch Wände alle Sachen anzünden? Natürlich kann ich noch durch Wände alle Sachen anzünden. Warum sollte ich mich denn auch in Gefahr begeben? Nice. Erfolgreich tapfer besiegt. Oh Gott. Ach so, wenn ich sterbe, spawne ich nicht mehr am Anfang. Okay. Das war jetzt ein bisschen überrascht, dass da nochmal welche von hinten kamen. Muss mal diese Laserwaffe ausprobieren dann. Da war noch zu, ne? Ja. Dann müssen wir hier rechts lang. Wie gesagt, das ist alles nur eine Tech-Demo. Ist so noch nicht mal irgendwie ein Alpha-Bild vom Spiel oder sowas. Sondern nur so ein kleines Level, was man spielen kann scheinbar. Um Eindruck vom Spiel zu gewinnen. Und da waren sie so freundlich, haben mich angeschrieben, ob ich spielen will. Und da ich ein Fan von generell Indie-Spielen bin und Pixel-Art sehr, sehr, sehr gerne mag. Hab ich mir gedacht, oh ja, auf jeden Fall spiele ich das. Wenn ich Sachen zerstören darf, dann gerne. So, hallo. What do I have to do? Okay. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Geht weg, Kisten. Oh, sogar das Große da kann man. Da habe ich noch meinen Raketenwerfer. Jetzt hat es eine Delle. Wir schießen einfach mal drauf, bis es kaputt geht. Das wäre jetzt ziemlich cool. Jetzt kommt schon Geld rausgefallen. Das ist echt cool, wie kaputt das geht. Komm. Platze. Ich weiß, du willst mich durchlassen. Bitte. Na, ja, ich glaube. Nee, es wird nicht mehr kaputt gehen. Schade. Ich hätte mir gerne einen alternativen Pfad gemacht. Ich glaube, da ist die Tür aufgegangen. Oh, erstmal kurz das Geld hier. Ich meine, ich glaube, wir können eh nichts kaufen, aber egal. Nee, hier waren wir schon. Die Tore kann ich auch nicht aufschießen. Hm. Wohin muss ich denn? Das Problem ist, es kann auch sein, dass es hier einfach schon das Ende ist. Das weiß ich natürlich nicht. Wir schauen einfach noch, falls wir irgendwas finden, was wir noch kaputt machen können. Ach, hier ist jetzt offen. Klar. Keine Feinde, die hinter mir spawnen? Okay. Boah, diese Waffe ist richtig geil. Hä, die ist voll stark. Ich glaube, das ist irgend so eine coole Endgame-Waffe, die ich jetzt hier mit mir rumschleppe. Da komme ich nicht durch. Aber hier oben darf ich lang. Oh, das Auto können wir auch machen. Oh, wir haben das Badezimmer da drüben kaputt gemacht. Stirb, Badezimmer! Das ist auf der Kickstarter-Seite auch zu sehen. Das ist so ein GIF, wie sie das Badezimmer kaputt schießen. Gottes Willen, so viele Richtungen. Stirb, Auto! Es ist einfach nur cool, um die Grafiken zu sehen, die Sachen kaputt zu schießen. Gefällt mir voll. So. Da oben liegt noch irgendwas Crazyes. Muss ich mir unbedingt schnappen. Einfach durch die Wand kaputt schießen. Nutzen wir die coolen Mechaniken eines
einer Tech-Demo aus. Einfach um uns besser alles ansehen zu können. So. Das Ausweichen sieht auch voll cool aus. Ach, jetzt sind wir auf der oberen Seite davon. Okay. So, wie komme ich jetzt auf die obere Seite davon? Weiß man nicht. Huch, warum habe ich die weggelegt? So. Follow meine Strahlenkanone. Das kam jetzt überraschend. Kann mich doch nicht immer mit Feinden hier überraschen. Hallo, du bist grün. Hier ist neue Flammenwerfer-Munition. Boah, ist die Waffe cool. Ich spiele mal auch noch mit den anderen. Der Raketenwerfer ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Ach, das sieht alles so cool und hübsch aus. Ach Mann. Oh, ich glaube, ich habe mich selber totgeschossen. Ups. Aber ich hatte einen neuen Spawnpunkt. Sehr freundlich. Moment. Da. Ach, dieser Laser ist so übertrieben stark und cool. Verzeiht mir, wenn ich ihn benutze, aber es ist... Es macht Spaß. Ist das die Waffe, die ich habe, oder ist es eine neue? Ich weiß es nicht, aber ich komme auf jeden Fall gerade nicht dahin. So. Hier habe ich alle Räume kaputt gemacht. Das ist schön. Zu zweit kann man da richtig cool bestimmt spielen. Upsala. Erstmal in die Schüssel reinlaufen. Der macht richtig gut Schaden, dieser Turm. Aua. Das macht alles richtig gut Schaden. Ach man, ich freue mich jetzt schon. Ich hoffe, der Kickstarter von denen klappt. Ja, irgendwo da oben rechts. Ich will da hin. Wir finden schon einen Weg. Früher oder später. Ja, erstmal hier drüben rein. Hier waren wir auch noch gar nicht. Geh kaputt, Jukebox. Oder Tisch, verteidige mich vor dem bösen Feind da unten. Und jetzt geh kaputt, Tisch. Und Stühle. Ja, der eine blinkt. Eine Kasten, aber ich glaube, er geht dich kaputt. Eine sehr stabile Kommode. Da machen wir die Computer und den Mülleimer kaputt. Hey, der eine Mülleimer vorne ging kaputt. Ja, ist alles nur der Debo. Ich sehe nichts übel. Es bekommt ja eigentlich Schaden. Oh Gott, ich werde sterben. Ah, die schießt nicht. Doch, doch, die schießt auf mich. Ich stecke fest. Ach man, ich bin hängen geblieben da. Da. Doomlaser. Halt mir. Okay. Ich habe dreimal einfach daneben geschossen. Ich bin so gut. Oh, kleiner Tresor. Bam! Oh, ich habe den Ventilator da draußen kaputt geschossen. Cool. Eine Karte. Mit der kann ich wieder bestimmt irgendwas öffnen. Na, schauen wir erstmal hier rein. Weil hier liegt Geld. Und 1000 Feinde. Nein, danke. Bin schon oft genug gestorben. Muss nicht noch häufiger sterben. Sagte er und bekam 1000 von diesen Türmen entgegengeworfen. Oh Gott. Okay, die kommen da durch. Ich schieße einfach Raketen. Geht weg. Ich könnte ja eigentlich mal die Waffe tauschen. Ah, ich habe auch noch Munition, auch wenn die Munition leer ist. Okay, Gott sei Dank. Dann brauche ich dich gar nicht aufsparen. Dann kann ich alles weiter kaputt lasern. Wie ich lustig bin. Ah. Ja, das geht alles kaputt. Oh Mann, ich werde so viel Dreck in dem Spiel kaputt machen. Einfach, weil alles zerstörbar ist. So. Munition. Ja, durch das Stashen kommen wir auch richtig schnell voran. Wird wahrscheinlich später im Spielverlauf einen Cooldown bekommen. Hier sieht es sehr bossmäßig aus.
Feuer! Feuer! Überleben wir es beim ersten Versuch? Ja. Tschüss, Container. Nice. Und jetzt ist da oben offen. Und da... sollte man vielleicht drauf kommen? Oder auch nicht? Ich glaube nicht. Okay, cool. Dann haben wir alles, glaube ich, getötet, was wir gefunden haben. Aber immer noch keinen Weg dahin gefunden, wo ich eigentlich hin wollte die ganze Zeit. Schade. Vielleicht soll es auch ein Teasern, dass es diese Waffe gibt, aber man kann sie noch nicht aufheben. Nicht ohne coole Superkräfte. AKA weiter im Spiel kommen. Ich guck nochmal. So, wo lag die Waffe? Da rechts liegt sie. Von oben irgendwie, also müssen wir weiter nach rechts. Also von rechts oben, meine ich. Schauen wir mal, wie weit wir nach rechts dürfen. Da geht's nach rechts. Aber hier geht's auch nicht nach oben. Und hier ist... oh, guck mal. Ach, die kommen kaputt schießen, die Wand. Ah. Es gibt also zerstörbare Wände. Ja, jetzt muss ich nur noch eine finden, die mir erlaubt, da hinzugehen. Das ist ja interessant. Ich dachte erst, ich bin durch die Wand geglitscht, aber... also bin ich ja auch zum Teil, aber... es lag daran, weil da eine zerstörbare Wand war. Na, ich glaube... er findet sich hier nicht mehr. So, okay, dann schauen wir nochmal zum Ende, ob sich jetzt da was geändert hat. Ich glaube nämlich nicht. Aber wir schauen nochmal und... ansonsten... komme ich zurück... irgendwo da lang. Hier runter war es, glaube ich. Und dann links. Ja. Genau. Ansonsten würde ich sagen, was ist mit der Demo von Tower 57? Mir gefällt das Spiel sehr, sehr gut. Ich würde sehr gerne ein Let's Play davon machen. Und ja, schaut auf der Seite des Kickstarters vorbei, wenn es euch gefällt. Ist einfach richtig cool gepixelt. Ich glaube, das war's hier. Ah, ich konnte schießen. Ich konnte schießen. Ich musste nur schießen, dann bin ich hier hochgegangen. Es sieht aus, als wäre ich wieder am Anfang. Ah, es geht im Kreis. Perfekt, und es schmiert ab. Okay, ich sollte also scheinbar nicht zu viele Runden im Kreis laufen. Ist aber nicht schlimm. Denn das war's dann einfach mit dem Video. Schaut in die Beschreibung. Wenn euch das grobe Gameplay natürlich gefallen hat, es ist immer noch nur eine Tech-Demo, also nicht das fertige Spiel. Das fertige Spiel kann wesentlich noch besser werden von allem her. Vielleicht gibt es da noch ein Skillsystem oder so. Ich weiß es nicht. Ich verspreche hier jetzt nichts. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall stark koop-lastig sein wird. Deswegen werde ich es dann, wenn es das gibt, auf jeden Fall zu zweit durchspielen. Und ja, ich behalte mal die Entwicklung vom Spiel im Auge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.